Es freut mich, Ihnen zum Schluss, eigentlich schon traditionsweise kann man sagen, Jürg Spicker ankündigen darf. Jürg Spicker hält, glaube ich, bei den letzten vier Netzforen das Schlusswort, immer in einer ganz unterhaltsamen Art und Weise, eine Zusammenfassung von all dem, was wir heute gehört haben. Jürg Spicker, Geschäftsleitungsmitglied der Swissgrid, Leiter Market. Jürg, darf dir das Wort geben und mich einerseits von Ihnen verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Rolf. Das ist euer Tag. So hat Yves Zumwalt, unser CEO, heute diesen Tag begonnen. Und Sie haben, meine Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diesen Tag genutzt, intensiv, nicht nur zu Gesprächen, nicht nur dazu, auch hier Fragen zu stellen, sondern Sie haben auch die Online-Medien sehr intensiv genutzt. Es ist eine Vielzahl von Fragen eingegangen, teilweise sehr allgemein gehalten, teilweise sehr detailliert, teilweise sehr gut, zum Nachdenken anregend. Wir können sie hier und jetzt beantworten. Das beschäftigt uns dann noch 2 Stunden. Wir schlagen vor, dass wir Ihre Fragen auf unserer Website beantworten. Und wenn Sie den nächsten Tagen immer einmal draufschauen, dann werden wir der Reihe nach diese Fragen hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit beantworten. Sonst kennen Sie Ihre Ansprechpartner und wissen, an wen Sie sich wenden können, um dann noch finale Antworten zu erhalten. Das ist euer Tag, das war unser Tag, so können wir jetzt schon fast sagen. Abschluss und Fazit, was ist mein persönliches Fazit? Ich bin froh, sind wir in der Schweiz. Ich bin froh, dass wir diese Krise gemeinsam angepackt haben. Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem die Branche gemeinsam die Energieversorgung bewältigt und dafür sorgt, dass wir dieses hohe Gut Versorgungssicherheit ungestört aufrechterhalten können. Und ich bin auch froh, dass wir uns heute unaufgeregt über dieses Thema austauschen und darüber diskutieren konnten. Es geht auch anders. Kilometer von hier, auf der anderen Seite der Erde, spielt sich gerade eine ähnliche Situation ab, wie wir sie in diesem Winter erlebt haben. Leere Stauseen, Trockenheit, technische Herausforderungen im Netz. Die Rede ist von Tasmanien. Und dort, und das ist eine aktuelle Notiz, droht jetzt ein Blackout. Auch Tasmanien hängt überwiegend von Wasserkraft ab, von technischen Verbindungen zu den Nachbarn, die dann die Versorgungssicherheit ermöglichen. Die Seen sind leer, die Verbindungen sind teilweise unterbrochen. Die Krise ist so ausgeprägt, dass es sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu diesem Thema gibt. Googelt man etwas Ähnliches für die Schweiz, finden Sie einen Hinweis auf ein Statement von Herrn Steinmann aus dem Jahre 2006, dass vielleicht einmal ein Versorgungsengpass in der Schweiz drohen könnte. Und wie begegnet man dort jetzt dieser Krise? Das ist kein Witz, man impft die Wolken und man stellt Dieselgeneratoren auf. Das Wolkenimpfen ist übrigens üblich, um mehr Regen herbeizuführen in diesem Land, was von der Wasserkraft abhängt. Und ich möchte dieses schöne Land Down Under auch nicht verunglimpfen. Nichts liegt mir ferner als das. Aber angesichts der Tatsache, dass wir eine durchaus vergleichbare Krise sehr erfolgreich bewältigt haben, dass wir sie sehr respektabel bewältigt haben, bei aller Kritik, die in den letzten Monaten auch an unserem Vorgehen und teilweise auch heute deutlich geworden ist, gibt es für mich doch einen Grund, auch ein bisschen stolz zu sein auf uns. Ein bisschen stolz, dass wir diese Krise gemeinsam angepackt haben. Ein bisschen stolz, dass wir sie ohne tiefgreifende oder ernsthafte Maßnahmen und vor allem ohne behördliche Eingriffe bewältigen konnten.
ein bisschen stolz, dass wir aus unseren Fehlern in dieser Krise auch lernen und die Zukunft jetzt gemeinsam angehen. Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen tun. Dafür haben wir schon verschiedene Gefäße eingerichtet. Eine Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema Versorgungssicherheit und den Verantwortlichkeiten, den Rollen. Eine andere mit dem Notkonzept. Eine weitere schaut, können wir tatsächlich manuellen Lastabwurf realisieren? Ist das machbar und wenn ja, wie? Und viele weitere Fragen. Das tun wir gemeinsam mit Ihnen und ich darf Ihnen gestehen, ich freue mich darauf, weil die letzten Monate auch gezeigt haben, dass wir es schaffen können, wenn wir es gemeinsam anpacken. Und das ist auch der Grund für mich, Ihnen ganz herzlich zu danken für diese Mitarbeit, für die konstruktiven Vorschläge bei der Bewältigung dieser Situationen. Viele von Ihnen haben dazu beigetragen, dass es gelingen konnte. Und wir hoffen uns auch von den fortschreitenden Diskussionen, dass Sie weiter konstruktiv mit uns allen zusammenarbeiten. Danken möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen von Swissgrid in den Taskforces, die wir über den Winter installiert hatten, die wir vor kurzem aufgelöst haben. Sie haben zum Teil auch über die Feiertage einen ganz hervorragenden, herausragenden Einsatz geleistet, damit es möglich wurde, dass wir alle jetzt heute dankbar auf diese Zeit zurückschauen können. Danken möchte ich auch dem Team, was diese Veranstaltung hier heute gestaltet hat. Sie haben auch unaufgeregt und zu unserer Zufriedenheit, so hoffe ich, denn alles gestaltet. Sie haben es möglich gemacht, dass dies unser Tag war und ein Stück noch ist. Last but not least möchte ich auch Rolf danken, der wie immer professionell und hervorragend diese Veranstaltung moderiert hat. Ganz herzlichen Dank und damit entlasse ich Sie gerne in den Apéro. Vielen Dank. Ich habe noch etwas vergessen. Das nächste Netzforum. Nach dem Netzforum ist vor dem Netzforum. 18. Mai, bitte notieren Sie sich diesen Tag im Kalender, dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen.